Was für eine traumhafte Location. Mehr davon zeige ich euch nachher. Und was für eine traumhafte Mode trage ich heute. Mit Annelien kombiniert sich wunderschöne, schlichte Mode mit sehr viel Flair, französischer Flair. Und ich finde, der Anzug, den ich heute trage, ist die Kombo Schwarz und Camel einfach perfekt. Classic, schön und doch lässt sich das wunderbar kombinieren, ob das Ton in Ton ist oder eben auch Farben ineinander sich fliessen. Also ich habe gefunden, die zwei Farben zusammen, die haben sich extrem gern. Ein paar Details zu meinem Outfit. Der Anzug, den ich jetzt trage, hat sehr viele Elastanisch und ist mega, mega bequem. Ich habe jetzt ein Nümmerli Grösse genommen, Hose. Ich kann es gerne, wenn man es ein bisschen locker tragen. Und das Oberteil ist ein schönes Wollenoberteil. Und vor allem, was sich, sich zeigen tut, sind Puffärmel. Sehr feminin, schlicht in der Machart. Und wenn du es abziehen tust, weil oft willst du den Blazer abziehen, siehst du die herzigen Details. Und wenn jemand sagt, okay, Ton in Ton ist mir fast zu viel, dann selbstverständlich gibt es den Bestseller bei Annelien. Und das ist das statt Baumwollshirt, ist ein Modal. Also die Optik ist, wie wenn es Wolle wäre, aber aus Modal, also wahnsinnig schön. Und das gibt es in allen möglichen Farben. Und da kannst du spielen darunter, mit welcher Farbe das du willst. Weiß passt immer. Und was ich kann über die Schulter, das ist ein traumhafter Cape. Es ist recycelte Wolle, wunderschön und nicht nur immer zu kombinieren mit Kleidern, weil man hat immer das Gefühl, ach, ein Cape passt nur zu Kleidern. Ich finde es eben auch cool, mal auch zu einem Anzug, wenn jemand nicht will, Mantel anlegen will. Und wenn ihr doch einen Mantel wollt, hier da habe ich den Bestseller, traumhafte, aber zu denen noch etwas später. Mega schick finde ich die Doppelfass-Weste, die man so kombinieren kann, jetzt Ton in Ton oder selbstverständlich auch mit etwas Hellem drunter oder auch Schwarz. Aber dann empfehle ich immer, wenn du irgendwo Schwarz anlegen tust, dass du Schwarz wiederholen tust, sei es in den Schuhen oder in den Taschen oder in einem Gürtel oder in einem Accessoire, dass ich das wieder repetiere, dass Schwarz nicht allein da steht. Also jetzt habe ich gar nichts Schwarz, deshalb habe ich auch die Schuhe gewechselt und habe gefunden, das gibt doch eine schöne Silhouette, selbstverständlich mit Annelien, mit einem schönen Flair-Pantalon. Die finde ich genial, die machen immer eine Bombenfigur, sind super bequem und ja, finde es einen gelungenen Business-Look. Und trotz allem sehr, sehr elegant und schick. Ah, mit schönen Mantel kannst du mich immer begeistern. Ich bin ein richtiger Mantel-Fan. Schon der letzte von Annelien, den ich gekauft habe, in dunkelblau, der ist schon mal traumhaft und ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn anhabe. Aber wichtig ist, wenn du einen Mantel kaufen tust, ist, für was und mit was willst du es kombinieren? Bin ich Rockträgerin, bin ich Hosenträgerin, lange Röcke, kurze Röcke, welche Farbe? Camel geht zu allem. Es ist der Übergangsmantel, der wirklich zu allem passen tut. Es ist frisch, es ist ja, eine Farbe, die eigentlich sich adaptieren tut an vielen anderen Farben. Der ist wirklich ein schöner Doppelreiher in Wolle. Da gibt es natürlich auch normal Einreiher und natürlich in anderen Materialien. Aber ich finde, der helle Mantel, das ist ein Must-Have. Es macht immer sehr viel Spass mit der Caroline, Designerin und Besitzerin von Annelien, Kleider auszusuchen für meinen Vlog. Und das habe ich das mal am besten gemacht an der Vorstrasse, bist du gerade bei mir auf dem Weg. Ein wunderbarer Laden, wo du auch alles siehst, was für Farben das Annelien anbietet tut in ihrer Kollektion. Kennt ihr Le Coup de Foudre? Also Liebe auf den ersten Blick, so genau das ist es mit dem Outfit, das ich trage. Absoluter Wahn. Ich finde die grünen Farben ineinander kombiniert, von Salbei bis zu Schlammgrün. Es geht alles in die richtige Familie von der Farbe. Und ich finde schon mal die Kleider, die ich trage, der Pulli mit der Hose und der Jacke drüber, wahnsinnig. So simpel wie es ist, so traumhaft sieht es aus. Und das muss ich natürlich euch einzeln zeigen, jedes einzelne Teil, das ich anhabe. Also, fantastisch. Diese Hose ist ein Bestseller und die hat einen Namen. Sie heisst Andrea. Eigentlich sollte sie Luisa heißen. Ich muss noch mit der Caroline darüber reden, von Annelien, dass sie mir einen Namen gibt von meiner Bekleidungsstück und ich will die Hose. Das ist nämlich eine Wahnsinnshose. Die gibt es in fast 10 Farben, auch in verschiedenen Materialien, verschiedene auch Drück. Also Drück, es hat Nadelstreifen oder nicht. Aber man kann sie wirklich in viele verschiedene Möglichkeiten haben, je nach Bedürfnis. Ich finde sie jetzt in diesem Salbeigrün der absolute Wahn. Wir müssen einfach wissen, die gibt es nur im Laden. Es ist nur im Laden. Ich bin so excited, dass ich nicht mal mehr reden kann. Also sie ist nur im Laden erhältlich, aber alle anderen Farben online. Ich habe sie kombiniert mit einem Traum-Wollenpulli, der vorne leicht kürzer ist und hinten wunderbar so rund das Füllchen abdecken. 7/8 ist eigentlich der Ärmel, also kannst du wunderbar darunter auch ein T-Shirt anlegen oder ein Blüschen, passt perfekt. Und natürlich die Traumjacke in dieser Farbe, es ist so ein bisschen
ja, so ein Trenchcoat, ein bisschen kürzerer, aber sehr, sehr feminin. Passend dazu habe ich Schuhe gefunden von mir in dem Grün. Die sind meine, aber ich habe gefunden, hey, das ist ein neues Pünktchen auf mich. Gell? Meine Damen immer schön überlegen von Kopf bis Fuß und nicht am Schuh falsch kombinieren. Das ist mir ganz wichtig. Also, wie gefällt es euch? Ich fühle mich so richtig wohl, nicht nur in meinem Traumkleid von Anneline, aber auch in der Location, wo ich heute bin. Es ist eine traumhafte Location hier in Dübenhofdorf, es heisst Creator Art Studio. Und das kann man mieten für Creators. Oder eben für Filmstudios, Videoproduktionen, allerlei. Wahnsinn. Es hat traumhafte Spots und man kann sich wirklich verwirklichen, auch noch Geld von jetzt weg. Wir wissen, wo wir hingehen, wenn wir ein gutes Studio brauchen. Du hast Ambiance, Home-Ambiance, aber auch wirklich so clean gehalten. Wahnsinn. Auf jeden Fall findet ihr auf meinem YouTube-Channel im Text findet ihr den Kontakt. Auch natürlich auf Instagram, heisst Creator Art Studio. Ich werde definitiv eine Story darüber machen. Also von dem her kommen wir nicht drum herum. Für alle die, die wirklich eine super Location brauchen, das ist die Adresse. Aber jetzt zum wunderschönen Traumkleid von Anneline. Das habe ich nämlich schon im Sommer angehabt, aber in hell. Und jetzt gibt es die Winterversion in dem schönen Schlammgrün mit Schwarz und ein anderes Muster. Natürlich, Luisa liebt es lang. Ich tue es gerne kombinieren, auch mit Stiefeln. Da muss ich mir keine Gedanken machen, was ich sonst darunter für Strümpfe anlege. Da kann ich blickdichte Strümpfe anlegen oder gar keine. Natürlich gibt es auch immer die Version kurz in einem anderen Muster, die auch mega schön ist für die Frau, die es gerne kürzer hat. Und auch da kann sie es kombinieren, nachher mit wollen Mänteln oder wollen Jacken, damit sie auch das richtige Pendant hat, um darüber anzulegen. Für sehr viel Femininität sorgt das Kleid, das Strickkleid von Anneline, in dem wunderschönen Grau. Ich finde, Grau ist auch eine Farbe, die nicht grau, mausgrau aussehen muss, sondern auch sehr edel kannst du drinnen aussehen. Und ich habe es jetzt auch wieder mit Schwarz kombiniert, mit dem Strickmantel. Also man kann Strick und Strick kombinieren. Was an diesem Kleid wunderschön ist, sind auch die Ärmel. Das sind so Ballonärmel, die wirklich das Verspielte geben. Für Frauen, die schöne Taille haben und wollen ein bisschen Figur betont ein Kleid tragen, ist das natürlich the one. Auch bis im Detail durchdacht. Auch das Gürtel ist traumhaft. Ich finde es ein wunderschönes, gelungenes Kleid für eine Frau, die eben sehr feminin sich präsentieren will. Ich bin überzeugt, ich kann euch begeistern mit meinem heutigen Modevlog mit Anneline. Traumhafte Kleider, die ihr könnt beziehen an verschiedenen Orten. Zum einen online, ihr wisst sicher die Adresse, oder nicht? Also ich sage es euch noch einmal, www.anneline.com oder am besten vorbeigehen an der Vorstrasse oder Münsterhof im Kreis 01 in Zürich. Dort findet ihr die ganze Kollektion. Und wenn ihr vielleicht in Cannes sind, per Zufall, dort hat sie nämlich auch einen Laden. Und dann könnt ihr das ganze French Feeling voll erleben. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Au revoir. Bisous, bisous. Ciao, ciao.